Guten Abend, YouTube-Community. Tja, ich komme eben aus einem guten Hangout mit Rainer Affenkeks und anderen. Und Rainer Affenkeks und ich haben sich ausgesprochen. Zwischen uns gibt es keine Differenzen mehr. Es ist alles geklärt. Wir sind uns wieder grün und ihr braucht ihn nicht zu haten. Ja, macht euch mal die Mühe, die Leute auch ein bisschen kennenzulernen, so wie ich das jetzt auch mache. Und dann merkt ihr, da sind auch nicht so üble Leute dabei. Ja? So, nun etwas anderes. Das geht mir alles hier eine Spur zu schnell und ich bin ganz ehrlich, ich bin misstrauisch. Es ist ja nicht so, dass nichts gewesen ist in den letzten anderthalb Jahren. Und dass das ja auch hier zum Teil über die YouTube-Plattform generiert wurde gegen mich und meine Mutter und auch bis in unser reales Leben. Das kann man nicht einfach so auf die Seite legen. Ja? Und bitte unterstellt mir auch nicht wieder hier Sprunghaftigkeit und Ambivalenz, wenn ich an dieser Stelle wieder gehörig zurückrudere. Es ist zwar ganz interessant, die Thematik, die ich mir hier zuletzt ausgesucht habe, okkulte Buchbesprechungen, ne? Also über okkulte Literatur und so weiter, aber ich weiß, das hat auch ein gewisses Gefahrenpotenzial. Es wird immer jemand da sein, da draußen in der virtuellen Welt, der nicht meiner Meinung ist. Man kann es ja sowieso niemandem recht machen auf dieser Welt. Oder der das anders sieht und dann wird dann irgendwas inszeniert und dann wird wieder gehatet und getrollt und so weiter. Ihr müsst mich wirklich verstehen, dass ich keinen Bock mehr auf Anfeindungen durch euch habe. Ja? Oder hier Häme und Spott und Mettlieferant und so weiter. Ja? Um des lieben Friedens willen. Ja? Und ich bin jetzt wirklich sehr über meinen Schatten gesprungen. Ja, und das auch authentisch in Bezug auf NWO und so weiter, sage ich, ich lasse das hier bleiben mit dem Okkult-Perls-Kanal und mache einfach nur meinen Videogames-Fan-Kanal, so heißt er auch, mit meinen Retro-Konsolen und was ich sonst noch so habe und filme mit meiner Action-Cam-Let's Plays ab. Und da kann ich ja auch ein X-Split-Gaming-Chat machen. Ja? Oder ein Hangout. Da können wir uns über die Welt der Spiele austauschen und unterhalten. Und das ist auch viel unverfänglicher, ja, und in Anführungsstrichen banaler als das, was ich hier aufgezogen hätte. Ja? Aus Erfahrung wird man bekanntlich klug. Und ich muss persönlich auch erstmal abwarten, wie sich die nächsten Wochen und Monate gestalten in meinem Leben. Ob es immer noch zu gewissen Übergriffen in mein reales Leben kommt, was ich aufs Internet zurückführen müsste oder auch nicht. Also bitte habt Verständnis dafür, wenn ich hier mich selbst zurücknehme. 565 Abonnenten, alles schön und gut. Aber Abonnements sind nicht alles im Leben auf YouTube. Das reale Leben ist sowieso bei weitem wichtiger. Und bitte hab Verständnis dafür. Hab Verständnis dafür, dass ich das hier dann doch nicht umsetze. Und da ich auch immer noch etwas skeptisch bin und misstrauisch bin gegenüber. Es ist wie immer in der Öffentlichkeit. Erst, und das gilt nicht nur für die virtuelle Welt, sondern für unsere gesamte Gesellschaft, wird jemand gehypt und hochgejubelt. Und bei der kleinsten Verfehlung, die auch nur allzu menschlich ist, wollen sie ihn am liebsten steinigen oder lynchen. Ihr wisst, wie ich das meine. Und auf sowas habe ich keine Lust. Ja, dazu ist mein Leben bzw. unser Leben zu kostbar. Und ich muss auch auf die Polizei hören, ja, dass ich meine Präsenz hier dramatisch einschränke. Und wenn überhaupt nur noch was Triviales, Banales, wie Videogames oder meinetwegen Schallplatten wieder mal irgendwann mal mache, dann bin ich nämlich auf der sicheren Seite und biete da letztendlich auch keine nennenswerte Angriffsfläche. Also bitte, bitte, bitte hab Verständnis dafür. Ja? Hab Verständnis dafür,
dass ich, nachdem dieses Video jetzt hier ausgestrahlt ist, circa 10-15 Minuten später Occult Pearls lösche, wer mir wirklich was abgewinnen kann. Du, Person XY, Mann, Jung, Alt oder Frau, kann mir gerne folgen, ja, als Abonnent auf Videogames Fan, ja, meinen Kanal und mich abonnieren. Und dann haben wir wirklich eine gute, verbindliche Zeit miteinander und können uns über unser Hobby, Video- und PC-Spiele rege austauschen. Mein Bauchgefühl sagt mir, das ist die bessere Entscheidung für meine weitere Präsenz auf YouTube und wenn ich auch wirklich mal eine gewisse Langlebigkeit an den Tag legen will. Also bitte, hab Verständnis dafür. Ja? Hab Verständnis dafür. Auch die Leute unter euch, die jetzt ihre Meinung vielleicht ein bisschen geändert haben über mich, die vielleicht gemerkt haben, mit dem Baraka kann man ja eigentlich doch ganz normal klarkommen und kommunizieren. Und bitte habt Verständnis dafür, ja, dass ich das jetzt hier dann runterfahre und wer mein Abonnement auf meinem Videospielkanal haben will, Videogame-Fans. Videogames-Fan, ja, so heißt er, kann da gerne abonnieren und da wird dann irgendwann ein Let's Play hochgeladen. Sind dann erstmal kurze Let's Plays, denn wie gesagt, ich habe keine freie Telefonnummer, um längere Videos zu machen, aber das hat ja auch Zeit bis nächstes Jahr. Also bitte habt Verständnis dafür, ja. Das geht mir eine Spur zu schnell. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, ich traue diesem Hype um meine Person auch nicht. Und wer will es mir verdenken nach all dem Trouble die letzten anderthalb, fast 2 Jahre? Okay? Wer es verdient hat unter euch, seid beschützt, passt auf euch auf eure Familien, eure Lieben. Ja? Und mehr bleibt mir nicht zu sagen. Euer Mimon und vielleicht sehen wir uns wieder auf meinem Videogames Fan-Kanal. Ne? Bis dann, tschüss.